Dank für die Begrüßungsworte und ich bedanke mich vorab, falls ich es nachher vergessen sollte, was mir manchmal passiert, ne? Schon bei den Leuten, die mich unterstützt haben im Stadtarchiv, die Frau Dr. Franz Spohnagel, dann der Herr Knapp und auch noch ein Mitarbeiter, der Herr Matthias Pfänder. Also die haben mich wirklich echt unterstützt. So, also der Vortrag vom Zeitablauf reicht nicht aus, um Sie vollständig zu informieren. Wenn man im Stadtarchiv blättert und dann stellt man fest, man müsste 10 Jahre länger leben wahrscheinlich oder 20 Jahre, bis man alles durchgeackert hat. Allein was diese Parkanlage betrifft, inklusive Domkapitelfriedhof, also komplett alter Friedhof, sind 16, 17 Archivkartons, jeder etwas größer als ein Schuhkarton und voll mit Blättern, handgeschrieben, Schreibmaschine und so weiter. Und manches Handschriftliche muss man wirklich entziffern, minutenlang, manches geht flott. Also was ich hier jetzt heute Abend erzähle, ist nur ein Bruchteil, ist eigentlich die Spitze eines riesengroßen Eisberges. Was in diesen paar Quadratmetern an Geschichte drin steckt, ist also, es blendet mich die Sonne, ja, ich gehe hier hin, ist wirklich sehr viel. Es sind 3 Teile. Einmal Zitate aus den Akten. Manche klingen nicht gerade toll, ja, aber ist halt so, war ja mal ein Friedhof. Dann ein Rückblick in spätere Zeiten, dass Sie wissen, was hier in uralten Zeiten passiert ist, so als Hintergrundwissen. Dann ein bisschen Chronologie und dann gehen wir raus, ein paar Meter durch den Park zu gewissen Grabstätten und Grabdenkmälern. Ja, und dann ist so eine Stunde, eine Viertelstunde rum. Und ich denke, dass Sie dann so viel aufgenommen haben, dass Sie dann irgendwo ein Gläschen Wein trinken wollen oder ja, ein Glas Bier. So, also folgendes, ich habe hier so einen Spickzettel gemacht, dass ich nichts vergesse. Wir gehen uns jetzt mal ganz weit zurück. Vom, grob gesagt, vom Hirschgraben bis Richtung Rauschendes Wasser, Aral-Tankstelle, war das Dorf Altspeyer. Später war es eine Vorstadt der Stadt Speyer. Und um das Jahr 800 gibt es hier eine kleine Kirche, St. Martin. Deswegen gibt es heute den St. Martinskirchweg im Neubaugebiet östliche Richtung. In Erinnerung an diese Kirche. Dann im Jahr 1084, ganz genau dokumentiert, nimmt der Speyerer Bischof Hutzmann vermögende Juden in Speyer auf, Zitat, um aus dieser Stadt eine bedeutende zu machen. Das waren also alles Großhändler, Fernhändler, Geldhändler. Und der Bischof hat die hier in diesem Areal angesiedelt, in dem Dorf Altspeyer. Und dann gehen wir jetzt ins 14. Jahrhundert. In den 1370er Jahren wird Speyer zweimal angegriffen vom Bischof Adolf von Nassau mit Hilfe des Kölner und des Trierer Amtskollegen. Es ging einerseits um die Besetzung des Bischofsstuhls in Mainz und Speyer und dann wird vermutet, laut einer Quelle, dass auch Fürsten damals gerne die freien Städte kassiert hätten. Und vermutlich erfolgte der zweite Angriff auf Speyer durch Adolf von Nassau in diesem Zusammenhang. Mehr sagt die Quelle nicht aus, da müssen wir auch mal näher forschen. Also wer es machen will, ich habe die Zeit nicht dazu. Aber ich wollte es wenigstens erwähnt haben. Und ein Angriff erfolgte auf diesem Areal, vom Norden her auf die Stadt. Und der Bischof hat aber im Süden des Stifts St. Germann kassiert als Hauptquartier sozusagen. Aber der Angriff auf Speyer ging immer daneben. Der Bischof hatte keinen Erfolg. Und die Stadt Speyer hatte dann einen Menschen bezahlt, dass er in die feindlichen Linien geht und hat dann die Kampfmaschine des Bischofs angesteckt. Damit war der Bischof kampfunfähig und die ganze Geschichte war dann beendet. Also das hat sich ja auch abgespielt. Jetzt kommen wir dem alten Friedhof immer näher. 1502, ganz wichtiges Datum, hat der Speyerer Ratsherr Jobst Thiel dieses Areal hier von der Bahnhofstraße bis hinter die Kapelle etwa,
Dieses Areal hat er der Stadt Speyer geschenkt. Das war ein privater Garten. Er hat es der Stadt geschenkt, mit dem Zweck, einen Friedhof für Fremde und Arme anzulegen. Ist auch passiert. Dann erfolgte der Bau dieser Kapelle 15, 15, 15, 16. So, jetzt habe ich im Stadtarchiv mal so die Akten durchgeblättert und bin auf interessante Texte gestoßen. Und die möchte ich jetzt Ihnen vorlesen. Die habe ich nicht auswendig gelernt. Ich habe es auch in Großdruck gemacht, weil ich schon ein bisschen älter als 40 bin und das sieht man nicht mehr so gut. Im Jahre 1823 ist eine Akte datiert. Paragraph 6 der Leichen- und Friedhofsordnung. Instruktion fürs Ausgraben von Leichen. Die Ausgrabung von Leichen, welche in andere Gräber transferiert werden sollen, setzt die Genehmigung der Polizeibehörde voraus, welche die Gutheißung des Bezirksarztes vorauszugehen hat. Die angeordneten Vorsichtsmaßnahmen sind genau zu beachten. Die Ausgrabungen dürfen nur bei geschlossener Tür des Friedhofs und unter Fernhalten von Zuschauern erfolgen. Das ist der eine Text. Der zweite Text. 1860. Dr. Mühlhäuser, ein Sanitätsrat, moniert, dass in der Leichenhalle, die mal hier stand, die wurde 1959 abgerissen oder 58, Dr. Mühlhäuser moniert, dass in der Leichenhalle kein Ofen aufgestellt ist und die Leichen gefrieren würden. Wahrscheinlich war damals Winterzeit, als er das geäußert hat. Der jetzige Zustand des Leichenhauses würde den Leichen die Lust am Wiedererwachen für immer nehmen. Ja, ein bisschen lachen muss man auch, was immer vortragen. Ne? Es wird angemerkt, Doppelpunkt, den Leichen sollte ein Weckapparat an einen Finger angebracht werden, um das wiederkehrende Leben anzuzeigen. So. Also solche Geschichten, die können einem ans Stadtarchiv fesseln, Tag und Nacht, man will dann gar nicht heimgehen. Ne? So Hobbyangler. Ja. So, jetzt kommen wir zu einem Denkmal, das hier nicht mehr existiert. Wann es verschwunden ist, habe ich nicht rausgekriegt und warum es verschwunden ist, auch noch nicht. Vielleicht ist im Archiv irgendwo noch ein Hinweis, der nur gefunden werden will. Und zwar 6. November 1872. Das Denkmal für gefallene Soldaten des Krieges 1870-71 wird der Öffentlichkeit übergeben. Nachmittags um 2 Uhr, also damals hat man in viele Akte geschrieben, nachmittags 2, nachmittags 4 oder vormittags 10, ja. Man hat noch nicht unbedingt 14 Uhr oder 15 Uhr geschrieben. Nachmittags um 2 Uhr Aufstellung des Festzuges. Die Lehrer stellen sich im Hof des Königlichen Lyzeums auf, die übrigen Teilnehmer im Hof des Rathauses. Der Zug. Nummer 1, eine erste Abteilung der Feuerwehr. Nummer 2, die Feuerwehrmusik. Nummer 3, die höheren Anstalten, Schullehrerseminar, Gewerbeschule, Königliche Studienanstalt, Königliches Realmuseum, Königliches Lyzeum. Nummer 4 im Zug, die Liedertafel, ein Chor. Nummer 5, der Veteranenverein. Nummer 6, die Landwehrmänner, Reservisten, Militär. Nummer 7, die Schützenmusiker. Es sind 14 Nummern. Nummer 8, Beamte, Offiziere, Geistliche und Lehrer. Nummer 9, die Vertreter der Stadtverwaltung. Nummer 10, das Sanitätskorps und der Turnverein. Nummer 11, der Kantonalhilfsverein und das lokale Hilfskomitee. Nummer 12 der Schützenverein, Nummer 13 festteilnehmende Bürger und am Schluss Nummer 14 die zweite Abteilung der Feuerwehr. Allgemein wird bekannt gegeben, die Teilnehmer erscheinen in festlicher Kleidung,
Im Zug und auf dem Friedhof sind die angewiesenen Plätze einzunehmen. Vereinen mit umflorten Fahnen, also mit Trauerflor. Beim Vorüberziehen am Denkmal legen die Teilnehmer ihre Kränze vor diesem nieder. Für die Damen des Pfälzischen Frauenvereins und der Freiwilligen Krankenpflege werden Plätze reserviert. Das Denkmal ist schon lange verschwunden. Es war oben bekrönt mit einem deutschen Reichsadler von 1871 und auf dem Denkmal waren auch die Namen der hier auf diesem Friedhof bestatteten gefallenen Soldaten. Zum Glück gibt es im Stadtarchiv ein Foto und eine Liste von dieser, die also die Namen dieser Gefallenen wiedergibt. Die Liste habe ich nicht dabei, das wird den Rahmen des Abends hier sprengen, die Namen alle hier aufzuzeigen. Die sehr viele Soldaten, die hier bestattet wurden, kamen aus dem bayerischen Raum. Und manche aus dem Elsass, aus dem niederrheinischen Raum, waren auch zwei, drei dabei, einer aus Speyer und einer aus Heiligenstein. Und zwei französische Soldaten waren dabei. So, jetzt kommt die vierte Geschichte. Ich hoffe, Sie haben starke Nerven. 1877, vom Leichen ausgraben. Aus einem Gutachten mit ca. 25 handgeschriebenen DIN A4-Seiten. Was die Bodenbestandteile des bisherigen Kirchhofes, also hier das Areal, betrifft, so findet sich gegen Norden feinkörniger lockerer Sand, gegen Süden Lettenboden, gegen Osten teils lockerer Sand, teils schwerer Boden und auch gegen Westen besteht die Hälfte aus schwerem Boden, aus Lettenboden. Wenn nun allerdings bisher der größere Teil der Leichen, welche in lockerem, feinkörnigem Sande der Luft und den Winden ausgesetzt waren, während das Wasser rasch in der Tiefe sich verlor, der trockenen Verwesung einheimfallen konnten, wobei die Weichteile vollständig verschwanden, so verhielt es sich an anderen Stellen wiederum ganz anders. Bei den im schweren Boden niedergelegten Leichen tritt statt trockener, fast geruchloser Verwesung eine Fäulnis ein, da der Lettenboden das Wasser zurückhält, den Sarginhalt nicht trocknen lässt und eine Ventilation durch die Luft nicht stattfindet. Derartig gelagerte Leichen zeigen beim Wiederausgraben ein feuchtes, schmieriges, missfärbiges, dunkelgrünes Aussehen und ist der Anblick derselben für Zuschauer beim Ausgraben recht schreckenserregend. Wird ja festgestellt, man erschreckt sich also, ne, wenn man da Zuschauer war. Namentlich dieses schweren Bodens halber finden sich die Leichen der protestantischen Kinderabteilung beim Ausgraben in noch unverwestem, feuchten, fleischigem Zustand und sie müssen aus diesen kleinen Gräbern gesundheitsgefährdende Gase aufsteigen. Zitat Ende, Quelle, Bestand Stadtarchiv, Friedhofswesen. Die Bestandsnummer habe ich auch, wenn Sie mal interessiert, zum Nachlesen. Die Story geht noch ein bisschen weiter. Ne? Das war nur ein kurzer Auszug. So. Fünfte Geschichte. 1911. Die Angehörigen eines Ertrunkenen haben sich darüber beschwert, dass dessen Leiche außerhalb der Gräbereien beerdigt wurde. Sie verlangten, dass die Leiche ausgegraben und in einer Gräberreihe beigesetzt wird. Die Kosten soll der beklagte Leichenwärter übernehmen. Dieser soll gesagt haben, dass der Tote in ein Reihengrab, Zitat, der Versoffenen gelegt werden könne. Der Leichenwärter bekam die Gelegenheit, die geringschätzige Äußerung zu erklären. Der beklagte Leichenwärter sagte, dass das ein anderer gesagt habe, aber nicht im Sinn, dass der Verstorbene zu Lebzeiten viel getrunken hätte, sondern dass er ertrunken ist. 1915. Bernhard Schlamp, Rechtskonsulent, Guidostraße 12, Speyer, schreibt an den Speyerer Bürgermeister, dass am Sonntag, dem 25. Juli, also 1915, in der Leichenhalle auf dem alten Friedhof drei Leichen aufgebahrt wurden, als nachmittags um 3 Uhr die Beerdigung seiner Schwester
vom alten Friedhof aus stattgefunden hat. Trotzdem alle Türen und Fenster offen standen, war der Leichengeruch so stark, dass ich mich in der Leichenhalle nicht aufhalten konnte. Das können alle Anwesenden bestätigen, so Schlamp. Weiter heißt es in dem Schreiben, da wir in Speyer elektrisches Licht und elektrischen Strom haben, ist es gewiss eine Kleinigkeit, einen oder zwei Ventilatoren in der Leichenhalle anzubringen. Also die Leichenhalle, die hier stand, war das Stiefkind der Stadtverwaltung. Da gibt es Geschichten und Dokumente, die sind zum Teil haarsträubend. Ja. Zum Beispiel, dass an dem Sezierraum, wenn Leichen seziert wurden, da waren keine Fensterläden, keine Vorhänge. Und ich weiß von älteren Speyerern, die auch schon inzwischen verstorben sind, dass die als Kinder, als Jugendliche ab und zu mal durch das Fenster von außen reingeguckt haben, wenn sowas veranstaltet wurde. Da wurden sie immer dann vom Leichenwärter verjagt. Die haben dann beim Sezieren zugeguckt. Ne? Ja. Und dann heißt es weiter, wegen diesem Brief an den Bürgermeister, dann gibt es eine Anordnung, dass ab sofort in der Halle ein Gefäß mit Chlorkalk vorhanden sein muss und der Hallenboden muss des Öfteren mit Carbol besprengt werden. Das war dann eine Anordnung, um den Zustand abzustellen. Jetzt habe ich hier vom Stadtarchiv einen Plan vom alten Friedhof bis von der Bahnhofstraße bis zur Wormser Landstraße, den teile ich jetzt aus. Da steht auch die Bestandsnummer drauf. Also wenn jemand im Archiv die Pläne im Original sehen will, dann bitte die Bestandsnummer angeben, dann hat man den schneller. Gut, auf dem Plan ist also im Westen, von Ihnen aus gesehen, links die Bahnhofstraße und rechts auf dem Plan östlich die Wormser Landstraße. Und da haben wir auch im Stadtarchiv eine Akte, da heißt die Wormser Landstraße sogar Rheinstraße. Da hat mal kurze Zeit Rheinstraße geheißen. Und dann hieß sie auch mal Kaiser-Friedrich-Straße. Damit ist gemeint Kaiser Friedrich III., der berühmte 99-Tage-Kaiser, der ja im sogenannten Drei-Kaiser-Jahr 1888 gestorben ist. So, jetzt 1502 habe ich erwähnt, wird der Garten des Herrn Thiel in einen Friedhof umgewandelt, habe ich vorhin schon gesagt, bis etwa hinter die Kapelle. Die Kapelle ist auch eingezeichnet auf diesem Plan. Beim Hirschgraben der kleine rote rechteckige Teil, das ist die Kapelle. Und dann sehen Sie in der Mitte etwa die Leichenhalle, die da hinten zwischen dieser Kapelle und der Bernhardus-Kirche bis 1958 sowas hat sie da gestanden. Dann wurde dieser Friedhof ein Stück nach Osten wieder erweitert. Und dann gab es eine zweite Erweiterung bis in das Areal vom jetzigen Domkapitelfriedhof. Man kann auch sagen, als Anhaltspunkt, wo Helmut Grab bestattet wurde, dieser Weg, der an dem Helmut Grab Grab vorbeigeht, dieser Weg war etwa identisch mit der Grenze im Osten nach der zweiten Erweiterung. Das heißt, man muss sich so vorstellen, nach der zweiten Erweiterung, da ist heute der Domkapitelfriedhof und da war früher ein Weingarten der St. Georgen Hospitalstiftung. Dieser heutige Domkapitelfriedhof, dieses Areal, ist so abgefallen wie der Weidenberg, den kennen Sie, wo die Synagoge steht, die Ligabank und früher St. Guido war, ist also genauso abgefallen. Und dann hat man an der Wormser Landstraße die jetzige Mauer gebaut und das Gelände aufgeschüttet. Also der Domkapitelfriedhof ist zum Teil ein aufgeschüttetes Gelände. Und die Bernhardus-Kirche steht auch auf diesem Gelände, das auch zum Teil da aufgeschüttet wurde. Im gleichen Rahmen wurde der Hirschgraben zugeschüttet. Da lag ja tiefer, war ja ein Graben. Und das Ganze war um 1840 abgeschlossen. Ursprünglich war dieser Friedhof
katholisch, kann man sagen, also ein christlicher Friedhof, katholisch. Und erst als die Reformation stärker wurde, wurde dann dieser Teil, der Adenauer Park, wurde dann lutherischer Friedhof, wo die Bernhardskirche steht, Domkapitel Friedhof sich befindet und noch ein Stück vom Adenauer Park an der Wormser Landstraße wurde dann katholischer Friedhof. Bevor das katholischer Friedhof wurde, dieses aufgeschüttete Gelände, war über der Wormser Landstraße und da, wo die Häuser stehen, gegenüber, war der reformierte Friedhof. Das heißt, nach einem alten Plan war die Wormser Landstraße nicht kerzengerade wie heute, sondern die machte vom Guido Stiftsplatz, muss ich so machen, ja, vom Guido Stiftsplatz einen Bogen bis etwa zur Siegbertstraße oder Prinz-Luitpold-Straße, so ein Bogen. Und bis dahin fiel das Gelände ab. Und mit dem Bau der Mauer, in dem Zusammenhang wurde auch die Straße gerade gemacht, das heißt, die Wormser Landstraße und die Häuser gegenüber stehen im Prinzip auf dem reformierten Friedhof. Ja. Und dann ist er auf einem alten Plan, 18. Jahrhundert, bei der Beethovenstraße dort drüben, ist ein ganz schmaler, Judenfriedhof auf einem Plan. Jetzt muss man mal nachgucken, das habe ich nicht rausgefunden, ob dieser Judenfriedhof innerhalb der Mauer war, also im Prinzip auf dem Adenauer Park, oder ob dieser Judenfriedhof außerhalb lag, nördlich dieser Mauer, dann würde die Beethovenstraße drauf liegen. Ja, also das habe ich schon nicht rausgefunden. Vielleicht gibt es da auch noch einen Hinweis im Stadtarchiv. Wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, man könnte Wochen, Monate im Stadtarchiv könnte man forschen. Garantiert kommt noch irgendwas ans Tageslicht, was noch in den Akten schlummert, nicht bekannt ist. Das ist so der grobe Überblick von 1502 bis 1840. Und dieses abfallende Gelände, habe ich erwähnt, war ein Weingarten der St. Georgen Hospitalstiftung. Da hat die Stadt ein Geländetausch gemacht. Ist hier dieser Friedhof existent bis 1881. Und dann wird er geschlossen. Aus verschiedenen Gründen, Platzgründen zum Beispiel. Dann hat man den heutigen Friedhof im April 1881 eröffnet. Nur gab es daraus keine Leichenhalle bis 1930/31. Das heißt, bis 1930 etwa waren die Pfälzer nicht verpflichtet, ihre Verstorbenen in eine Leichenhalle zu bringen. Die konnten die zu Hause bis zur Beerdigung aufbahren. Das kenne ich noch von meinen Großtanten. Ja, die kamen nicht in eine Leichenhalle, die waren im Wohnzimmer im Sarggelege bis kurz vor der Beerdigung. Das war in Speyer der Fall. Und die Leichenhalle hier, die hier hinten existierte, die diente eigentlich nur noch der mehrheitlich der Aufnahme von Selbstmördern, wie es heißt, von Fremden, von Obdachlosen, ja. Also nicht von, ich sag mal, normalen Menschen, die ein Zuhause haben, die Familie haben und so weiter. Die wurden zu Hause noch meistens aufgebahrt. Und dann gab es immer einen riesengroßen Leichenzug von zu Hause, von der Innenstadt raus zum heutigen Friedhof. Und dann hat man diese Kapelle auch zum Teil noch genutzt, um hier Verstorbene aufzubahren, hat sie dann von hier, vom geschlossenen Friedhof, rausgebracht auf den heutigen Friedhof. Ne? Jetzt haben sie mal Stichwort gegeben, ich hätte doch beinahe was vergessen. Gut, dass ich gesagt habe, hat jemand Fragen. Sie kennen die Kindertagesstätte Kita Wola, hinterm ehemaligen Kapitolkino. Ja, ist heute ein Kindergarten. Und wenn Sie von hier aus gesehen zum Kindergarten gehen, dann sehen Sie einen großen spätbarocken Torbogen. Und der ist von einem ehemaligen katholischen Friedhof. Das heißt, die Kinder spielen auf dem Friedhof. Ja? Man muss ja immer den Kindern vielleicht sagen, wenn sie eine Sandburg bauen, graben nicht so tief. Ja? Vielleicht kommt noch eine Kniescheibe ans Tageslicht oder ein Unterarmknochen oder ein Unterkiefer. Da wurden die Katholiken bestattet. Nebendran St. Clara Klosterweg gab es auch einen Judenfriedhof im 18. Jahrhundert. Und dann wurde der Friedhof dort unten zugemacht. Und dann hat man da unten auch keine Katholiken mehr bestattet, sondern dann hier, auf dem aufgeschütteten Teil.
Ja. Und nach dem Bau der Bernhardus-Kirche hat dann das Domkapitel und der Bischof Isidor Emanuel entschieden, dass dieses Areal dann Domkapitelfriedhof wird. Und da ist auch der Friedrich Magnus Schwerdt bestattet worden, nachdem hier Schwerdt-Gymnasium benannt ist, eine Schwerdtstraße. Und ansonsten sind dann noch ein paar Speyerer oder ein paar wichtige Leute der bayerischen Zeit bestattet worden und dann überwiegend nur noch Domherren. Ja, ne, das habe ich bis jetzt in der Akte noch nicht gefunden. Vielleicht gibt es Hinweise, dass Verstorbene von hier da rausgebracht wurden, die hier lange schon gelegen haben, sterbliche Überreste. Was passiert ist, war Folgendes: Es gab auf dem heutigen Friedhof eine Abteilung für katholische Priester und für Domherren. Und als der Bischof das Domkapitel, den heutigen Domkapitelfriedhof sozusagen ins Leben gerufen haben, ja, dann hat man die sterblichen Überreste von Domherren, von katholischen Priestern, vom jetzigen Friedhof hierher überführt. Wenn Sie in den Domkapitelfriedhof gehen, am Kirchturm der Bernhardskirche ist ein Eingangstor, meistens unverschlossen, gehen Sie dann den Weg nach dem Turm, ein paar Schritte. Dann sehen Sie linke Hand ein Grabdenkmal für den Bischof Matthäus von Chandelle. Der lag unter auf dem Friedhof. Ja, da ist was passiert. Das Ganze als Baugelände ausgewiesen, damit war das Grab verschwunden. Ja, hat keiner aufgepasst. Deswegen hier liegt der Bischof nicht bestattet. Der Bischof ist weg. Das Grab ist fort. Man hat aber den Grabstein hat man gerettet, der war im Dom und jetzt ist er auf dem Domkapitelfriedhof. Und bei diesem Grabstein vom Bischof Matthäus von Chandelle, der erste Bischof des jetzigen neuen Bistums Speyer, wenn Sie da hingehen, sehen Sie eine Gräberreihe, zwei Reihen. Und an dem Grabmal vom Chandelle sind zwei Gräber, das sind Sammelgräber. Und da sind auf jeder Grabplatte ca. 15 Namen von Domherren, deren sterbliche Überreste sind unter diesem Grabstein. Die waren draußen auf dem jetzigen Friedhof und die hat man wegen der Öffnung des Domkapitelfriedhofs umgebettet in diesen Sammelgrab. Und alle anderen, die sind dann anschließend gestorben nach der Eröffnung, die haben Einzelgräber, ja, so wie es normal üblich ist, ja. Da ist auch der Domherr Hofen bestattet. Das war, glaube ich, der erste Pfarrer von der ersten St. Konrad-Kirche in Speyer-Nord, wenn ich mich nicht täusche. Und in dem einen Sammelgrab, rechts vor dem Grabdenkmal des Bischofs, ist der Name Josef Schwind. Den kennen es manche wahrscheinlich, den Namen Josef Schwind. Der hat der Edith Stein die katholische Lehre so ein bisschen beigebracht, ne? Edith Stein war ja Jüdin von Geburt und da war sie angeblich Atheistin und dann hat sie sich zum christlichen Glauben bekannt, zum Katholizismus bekannt und der Josef Schwind hat sie da so theologisch an die Hand genommen, ja, weil sie wollte ja Katholikin werden. Ne? Und dieser Josef Schwind ist angeblich im Beichtstuhl im Dom gestorben. Muss dann Schlaganfall, einen Herzinfarkt, jemals gekriegt habe, ist im Beichtstuhl zusammengesackt und war tot. Und da ist, die sterblichen Überreste sind in diesem Sammelgrab drin. Ansonsten ist man nicht bekannt, ob da wieder Leute, die hier mal beerdigt wurden, umgebettet wurden, ja, auf den neuen Friedhof. Es wurde mal mir erzählt von einer alten Speyerer Dame, auch schon lange tot, obwohl der Friedhof hier 1881 geschlossen wurde, habe man dennoch hier manche Leute beigesetzt, sofern sie ein Familiengrab gegeben hat. Also wenn ein Ehepartner bis 1881 gestorben war und der andere nach 1881, hat man angeblich auch hier im Grab des Ehepartners dann beigesetzt. Ja. Aber ansonsten ab April 81 alle raus auf den neuen Friedhof, alle Verstorbenen raus. Ja. Zur Kapelle noch ein paar Worte, dann könnten wir 3 Stunden Vortrag halten.
eingeweiht 1516, zwei, dreimal sehr beschädigt durch Krieg, durch Revolution. Was Sie hier sehen, die Bausubstanz ist zu 50% noch erhalten, 50% ist Neuzeit, Rekonstruktion, ein bisschen Erweiterung. Die Decke ist ziemlich neu gesehen, ja, in Relation gesehen zur gesamten Geschichte. Die Fenster waren früher auch nicht so, wie sie jetzt sind. Die waren etwas kleiner, angeblich auch nur zwei statt drei. Ja, alle Grabdenkmäler waren draus, die Sie hier sehen. Das sind sehr wertvolle Grabdenkmäler, nicht vom Material her gesehen, sondern was den Inhalt betrifft. Und hier war der Altarraum. Die Kapelle wurde nach der Totalzerstörung unserer Stadt bis so lange als evangelische Pfarrkirche benutzt, bis die Dreifaltigkeitskirche eingeweiht wurde und genutzt werden konnte. Also bis etwa 1717 waren hier evangelische Pfarrgottesdienste, ne? Und dann erst wurde Dreifaltigkeit eingeweiht. Hier sind Grabdenkmäler von bedeutenden Speierern. Kann man auch nachher gleich mal gucken, aber bitte nirgendwo dran stoße, schon schimpft der Standesbeamte mit mir. Das ist alles gerichtet für die nächste Trauung schon. Ja? Und hier ist es schade, dass die Bäume davor stehen. Das ist das Grabdenkmal von dem ersten Pfarrer an der Dreifaltigkeitskirche, Herrn Pollmann. Ich bin jetzt eiskalt und schiebe es auf die Seite, dass Sie es sehen. Der andere Baum, der stört es nicht so. Also Grabdenkmal vom Herrn Wilhelm Heinrich Pollmann. Wenn Sie hinter den Kaufhof gehen, in die Kutschergasse, an der Ecke etwa, Kutschergasse Nummer 9, ist ein Torbogen, das sind seine Initialen oben am Schlussstein. Das war sein Pfarrhaus und sein Wohnhaus. Dort hat er gewohnt und gewirkt. Musste immer halt sonntags die paar Meter rüberlaufen zur Dreifaltigkeitskirche. Ne? Dann haben wir Bürgermeister, jede Menge. Schwankert ist hier vertreten. Schwankert, der Bauherr des heutigen Gebäudes der Einhornapotheke, einer der reichsten Speyerer Bürger, der konnte Kredite vergeben, so reich war der. Wer Kredite vergibt, hat Spielgeld, weil man weiß ja nicht, gibt es das Geld wieder zurück oder ist es fort. Ne? Also da konnte sich das leisten, Kredite zu vergeben. Und so haben wir noch einige wichtige Namen der Stadt Speyer hier auf den Grabdenkmälern. Und der Frau Dr. Müller und der Herr Dr. Lamm kümmern sich auch um diese Inschriften. Die wissen inzwischen mehr darüber als ich. Ja? Gibt es auch ein Thema, da könnte man 4 Stunden Vortrag halten über diese Inschriften und die Familien hauptsächlich. Ja? Und Sie können auch gleich mal herkommen, sich die Grabdenkmäler angucken. Und da haben wir auch ein ganz schönes von der Familie Bitto. Bitto war mal Bürgermeister in Speyer. Ich weiß es nicht, das kann sein vom Namen her. Da saß im italienischen Raum die Vorfahren nach Speyer gekommen sind. Bitto klingt nicht gerade pfälzisch, ne? In der damaligen Zeit klingt mehr italienisch. Die Fenster sind auch ein Thema, 2-3 Stunden Vortrag im Prinzip. Sie sehen schon hier, ja, da könnte man so ein dickes Buch schreiben. Der Vortrag ist nur ein kleiner Überblick. Ja, vielleicht wissen Sie gar nicht mehr alles, wenn Sie nach Hause gehen, weil es auch so viel inzwischen ist. Ja, obwohl ich wenig erzähle, wie bei der Stadtführung. 2 Stunden Stadtführung, ich erzähle sehr wenig. Ne? Speyer hat eine wahnsinnige Geschichte. Die 5 Fenster hier sind von einem Künstler, vielleicht kennen einige von Ihnen den Namen, Rolf Müller-Landau, Müller-Landau. Geboren 1903 in China. Ich habe nicht den Namen der Stadt auswendig gelernt. Ja. Sie können aber die Homepage der Verwandtschaft aufrufen, www.rolfmüllerlandau.de. Da gibt es einige Infos. Die Homepage wird immer gepflegt von der Verwandtschaft. Die Fenster wurden 1958 eingesetzt. Der Künstler ist 1956 gestorben. Das hat dann die Witwe mit der Stadtverwaltung alles abgewickelt. Da gibt es noch eine Liste der Spender, die die Fenster mitfinanziert haben. Auch ein Vortrag für sich. Ja. Und da nicht alle Spenden nicht gereicht haben, hat die Stadt Speyer, der Stadtrat, im Nachtragshaushalt dann den Rest genehmigt. Das heißt, etwa die Hälfte hat die Stadtkasse bezahlt und die Hälfte haben Sponsoren bezahlt. Ne? Da war die Firma Quell dabei, die Firma Salamander war dabei, die Sparkasse und so weiter. Ne? So. Die Fenster beziehen sich auf das Thema Friedhof, Tod, Glauben, Christentum, Auferstehung. Das ist das Thema dieser 5 Fenster.
Entweder sind diese fünf Fenster die letzten Werke von diesem Künstler oder die zweitletzten, die vorletzten vor seinem Tod. Der hat, glaube ich, noch was in Ludwigshafen gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Und dann ist er gestorben. Hat es also nie gesehen hier. Hat sein Werk nie vollendet gesehen. Ich weiß nicht, wie Sie es machen wollen, im Gänsemarsch, im Reißverschlussverfahren, sich mal die alten Grabdenkmäler angucken, sind sehr schön. Ich gehe davon aus, dass man mit dem Handy ein Bild machen kann. Ich weiß, also die Stadt Speyer hat die Rechte wahrscheinlich, aber ja, ich habe nichts gehört vom Fotografierverbot. Oder Frau Dr. Bus, ne? Also viele Touristen, die mit uns als Stadtführer hier reinkommen, die fotografieren hier auch. Ne? Der Stadtrat hat, glaube ich, nicht beschlossen, dass hier das nicht geht. Ja, wenn Sie wollen, Sie dürfen nach vorne kommen, nur bitte nicht an den edlen Tisch hier anstoßen, nicht die Blume umschmeißen, ja? So. Und dann, wenn wir geguckt haben, machen wir einen kleinen Spaziergang. Noch ist es hell draus. Eröffnung des Parkes war 1958. Und ganz wichtig ist der Name Lindner, das war der Stadtgärtner damals, der oberste Stadtgärtner. Der hat alles hier so anpflanzen lassen, was Sie heute als große Bäume sehen. Und der Park wurde dann ab sofort in der Presse nur gelobt. Tolle Grünanlage zur Erholung und so weiter. Und manche andere Städte haben sowas nicht, heißt in einem Pressebericht von damals. Und dieser Park hieß ursprünglich Bernhardus-Park. Dann haben wir hier die Ölbergszene, die Gefangennahme Jesu. Man erkennt den Petrus gemäß dieser Schrift in der Bibel. Das ist der vorne quer liegt. Der hat hier die Schwertscheide in der Hand. Hier ist der Schwertgriff abgeschlagen. Der Schwertgriff war hier. Ne? Also das ist der Petrus. Der hat dem Soldat das Ohr abgehauen. Und jetzt folgendes. Wenn Sie in die Dreifaltigkeitskirche kommen, laufen vom Haupteingang auf den Altar zu, dann haben wir einen großen Bogen in der Mitte vom Altar, oben drüber das Kreuz. Und rechts und links haben wir nochmal so zwei niedere Bögen. Und wenn Sie genau hingucken, ist in der Mitte eine Kartusche wie so ein Wappen auf beiden Seiten. Und da sind immer drei Initialbuchstaben drin. Und der dritte Buchstabe, also rechts an der Buchstabe, ist immer ein K. Ein K. Es wird stark vermutet, dass die Kümmichs da mitfinanziert oder mitgespendet haben. Und dann gibt es die Bartholomäus-Weltstraße. Der Bartholomäus war also ein herausragender Vertreter dieser Familie. Und der Bartholomäus-Weltplatz war der gesamte Platz ohne Gedächtniskirche. Und das war ursprünglich ein Weingarten. Die Amalie Feuerbach, wie Sie lesen, die Mutter von Anselm. Als Kind habe ich immer Amsel Feuerbach. Ich konnte nicht Anselm sagen. Schimmer ferner Lächeln.